Ihr wollt eine durchaus lange Bergtour mit geringem technischen Anspruch, aber ordentlich Distanz? Dann nehmen wir euch heute mit auf die große Überschreitung des Scharflegerkogels. Los geht's! Gestartet wird vom Sportplatz in Grinzenz. Hier steigen wir über einen alten Steig, der aber wirklich gut begehbar ist, sehr rasch höher, bis wir zum ersten von 5 Kreuzen des heutigen Tages kommen. Genauer gesagt bedeutet das, dass wir unten im Talort in Grinzenz starten und die Gipfel Salfeins, Grieskogel, Breitschwemmkogel, Angerbergkopf und dann den Scharflegerkogel als höchsten Gipfel besteigen. Danach steigen wir zur Kämmertalm und letztlich bis in den Talort Grinzenz ab. Besonders ist diese Tour durch die deutlich längere Distanz, als man es bei klassischen Bergtouren gewohnt ist. 22 Kilometer haben wir am Ende des Tages hinter uns gelassen. Dafür sind die Höhenmeter mit 1550 eher moderat. Der Weg ist ziemlich steil, denn die ersten 950 Höhenmeter legen wir schon in knapp 4 Kilometern zurück. Doch damit erklärt sich der Weg auch relativ einfach. Immer dem steilsten Pfad folgen, dann ist man am richtigen Weg. Und selbst wenn man mal keinen Durchblick hat, mittlerweile ist der Weg zum Salfeinskreuz extrem gut markiert und beschildert. Im Hochsommer ist diese Tour übrigens ähnlich schwierig wie im Winter, nur aus anderen Gründen. Hier im Winter haben wir bei den Aufstiegen zu den einzelnen Gipfeln oftmals schwierige Schneeverhältnisse und bei wenig Schneelage in den Abstiegen Matsch. Doch im Sommer, wenn hier alles trocken ist, sind die Umstände des Weges zwar deutlich besser, aber die Hitze macht diese Tour extrem anspruchsvoll. Man sollte sehr früh starten, am besten während dem Sonnenaufgang, um dann durch die Dauer der Tour möglichst wenig Zeit in der Mittagshitze zu verbringen. Ab dem Salfeinsee gibt es kaum noch Schatten, deshalb Sonnencreme, einen Sonnenschutz und viel Flüssigkeit mitnehmen. Das ist absolut essentiell. Vom Salfeinskreuz geht's weiter zum erstmals höchsten Punkt auf 2000 Metern. Hier haben wir erstmals eine gewaltige Rundumsicht. Im Norden sehen wir viele Karwendelgipfel inklusive der Nordkette, die Stadt Innsbruck, das Wettersteingebirge und dann sehen wir auch noch das Sellrheintal, die Schlicker Zinne und letztlich nach Süden unseren weiteren Weg. Nach dem kurzen Abstieg zum Salfeinssee geht's gleich weiter in Richtung Süden, wieder etwas bergauf. Das nächste Ziel ist der Grieskogel, welcher ebenfalls über einen leichten und markierten Weg erreicht wird. Hier ist der Höhenunterschied minimal, nur kurz vor dem Gipfel gibt's nochmal einen kurzen steileren Aufschwung. Am Grieskogel merken wir, dass sich der Ausblick schon deutlich verändert hat. Der Breitschwemmkogel nach Süden wird größer, das Karwendel etwas kleiner, wir kommen der Kämmertalm unten im Tal auch etwas näher.
Doch auch hier wollen wir durch die kurzen Tage nicht zu viel Zeit verlieren und machen uns deshalb auf den Weg weiter zum Breitschwemmkogel. Der Übergang hier ist relativ kurz, wobei ebenfalls wieder ein Abstieg und ein Aufstieg dabei ist. Am Breitschwemmkogel und dem kaputten Kreuz angekommen, haben wir unten im Tal die Kämmerteralm schon hinter uns gelassen und können jetzt den Ausblick in Richtung Ochsenwand und Schlicker Seespitze in noch größerer Pracht genießen. Der Abstieg über das Kreuzjöchel und den gesamten Weg über die Kämmerteralm zurück nach Grinzens ist definitiv eine mühsame Strecke. Jedoch wird man nochmal mit ganz anderen Ein- und Ausblicken aus dem Tal belohnt. Man geht an jedem hart erarbeiteten Gipfel wieder vorbei und kann die Leistungen reflektieren. Wer noch Zeit und Lust hat, kann auch bei der Kämmerteralm für ein Bier sitzen bleiben. Weiter geht es in Richtung Gipfel Nummer 4, dem Angerbergkopf. Dieser Abschnitt ist definitiv der längste zwischen allen Gipfeln. Hier fängt die Tour an, auch an die psychische Substanz zu gehen, vor allem wenn große Hitze vorherrscht. Das Kreuz des Angerbergkopfs versteckt sich relativ lang hinter diversen Hügeln und nach vielen Auf- und Abpassagen sehen wir es aber dann doch irgendwann und schaffen es zu einem der schönsten Kreuze dieser Tour. Und jetzt sehen wir auch endlich in voller Pracht unser höchstes Tagesziel, den Gipfel Nummer 5, den Scharflegerkogel. Und nach dem langen Abschnitt zwischen Breitschwemmkogel und Angerbergkopf fühlt sich der Schritt zum Scharflegerkogel nur noch wie ein Katzensprung an. Deshalb starten wir auch dort gleich hin und nach kurzer Zeit und einem allerletzten Aufschwung an diesem schönen Tag stehen wir letztlich am Gipfel des Scharflegerkogels. Mit seinem ebenfalls sehr netten Kreuz. Der Ausblick nun, wie man feststellen kann, irgendwie sehr ähnlich zum allerersten Ausblick des Tages, aber doch irgendwie anders. Und genau das macht diese Tour so besonders. Es verändert sich stetig der Eindruck, der Anblick und die Perspektive. Wenn euch der Tourguide gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo am Kanal und einen Daumen hoch auf das Video. Schaut gerne auch bei uns auf der Plattform www.alpenacademy.at vorbei. Da findet ihr einen kurzen Tourenbericht und viele Bilder zur Tour. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine schöne Zeit und bergheil!